Jake, hier drüben! Hä? Jake, du Verlierer! Kompass, ich stehe frei! Schönes Ding, Han Solo. Du weißt, im richtigen Spiel geht's mir immer um Teamwork, El Matador. Aber hier? Komm schon. Shakes, du Verlierer. Shakes, du Verlierer. Wow, dieser Scourer ist super realistisch. Yeah, er liebt Shakes wirklich sehr. Gute Arbeit, Prof. Mann. Das hier ist unglaublich. Danke, Magic Master. Beende die Simulation in 3, 2, 1. I'm finally. Woo! Super cool! Wow! Unglaublich! Ich denke, es ist sicher, dass wir gewappnet sind für jede Wetterlage. Da könnten wir gleich im Regen spielen, Coach! Der Helm ruiniert mein Haar! Prof, selbst für deine Standards war das... Wow! Das ist nur die Spitze des virtuellen Eisbergshakes. Meine Simulation kann jeden Spieler der Super League-Geschichte laden. Also, wer sind die Besten, die du drin hast? Ich passe mal ein paar Parameter an. Erhöhe das Skill-Limit und... El Ariete, Herrscher der Lüfte. Das ist keine Überraschung. Stellt euch vor, wie krass seine Kopfbälle waren, als er Haare hatte. Edwin, König des Samba-Stils. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand den Ball wie Edwin bewegt. Spike Dawson, Schreck der Torhüter. Sein Spitzname Awesome Dawson ist kein Zufall. Und zu guter Letzt unser ganz eigenes Taktik-Genie, Coach. Echt kein Style-Genie. Guckt mal die Haare. Hey, Afros waren richtig in damals. Was meinst du mit damals, Coach? Denk nicht mal daran, Shakes. Nach sorgfältiger Planung unserer Vorbereitung wird nichts den Zeitplan durcheinander bringen. Wir sehen uns alle morgen für das Training in der echten Welt. Total gerockt haben Super wir das. Super Training, Jungs. Oh ja. Hört zu, Jungs. Spielt ihr so übermorgen, wird Invincible United keine Chance haben. Aber es gibt noch etwas, das ihr als Vorbereitung tun müsst für das Halbfinale. Relaxen. Macht morgen mal frei. Sehr gut. Na also. Ja, aber macht ganz ruhig. Ich brauche euch alle in tipptopp Form. Bis dann, Leute. Auf Wiedersehen. Was machst du da, Dingan? Das ist eine Observierung und zu einer Observierung gehören Snacks geraten. Nicht 2 Tage vor dem Halbfinale, du Idiot! Yeah? Also, was führen die Super Strikers im Schilde? Keine Ahnung, Vince. Trainieren, Deppen sein. Was suche ich denn hier? Was auch immer uns einen Vorteil verschafft für das Halbfinale. Das Spiel ist zwar 2 Tage entfernt, aber der Wettkampf hat längst begonnen. Hm? Hey, was ist das? 4 Käseflips. Und der wahre Geheimtipp für glänzendes Haar ist Pferdeshampoo. Ha, Junge, mein Haar sitzt immer so, egal was ich mache. Riecht ihr das auf? Oh, El Matador, du weißt schon, dass man die Socken wechselt nach dem Training, oder? Du wagst dich? Ich trage Socken nur einmal. Dann... verkaufe ich sie im Internet. Hey, Shakes, zocken wir das neue Paddle Power Game bei mir zu Hause? Super moderne Grafik. Toll. Aber heute nicht, danke.
Entschuldige, Scarra. Ha! Wir haben größere Probleme als deine ekelhaften Käserülpser. Shakes hat irgendeinen Plan. Woher weißt du das, Scarra? Es braucht etwas wirklich Wichtiges, um den Nerd abzuhalten von seinen Videogames. Meine Snacks! Glauben, dass ich gleich gegen euch antrete. Nur ein Spiel. Coach hat gesagt, ruhig machen. Alles klar, Legenden. Mal sehen, ob ihr eurem Namen gerecht werdet. Hi! Hör zu, Jungs! Kraft, Genauigkeit, Mut! Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Dann hoffe ich, das Spiel ist besser als diese Konversation. Fest. Du solltest die Super Striker sabotieren, nicht deine Würde! Virtual Reality Training. Oh wow! Shakes hat das ganze Team der Legenden. Zum Glück habe ich Snacks mitgebracht. Gib mir das! Weißt du eigentlich, wie schlecht das Zeug für dich ist? Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Mann, Prof hat nicht übertrieben, wie gut ihr alle wart. Aber ich muss zurück in die Realität. Schlank und rank, Block. Ein Sonnenstich ist richtig gefährlich, El Matador. Coach, ich weiß, du willst, dass uns nichts passiert vor dem Spiel. Aber ich finde, das ist echt zu viel. Man kann nie zu vorsichtig sein, Twisting Tiger. Hallo? Coach, du musst umgehend ins Labor kommen. Sofort! Machst du das oder was? Hey, guck mich nicht an! Ich trage nicht mal Socken! Das ist der Geruch der Bösartigkeit! Jemand sabotiert meine Maschine! Und Shakes! Shakes! Nein! Prof, hol ihn da raus! Geht nicht! Der Trink hat die Konsole beschädigt! Können wir ihn nicht einfach rausreißen? Nein! Ziehen wir ihn einfach aus der Simulation, würde sein Hirn, sagen wir einfach, das ist keine Option. Der einzige Weg, wie Shakes da rauskommt, ist zu gewinnen.
Einen anderen Weg hier rausgeben. Oh? Hört mich jemand? Hilfe! Keine Chance, dass Shakes die Legenden ganz allein besiegt. Wartet! Seid ihr verrückt? Wenn ihr nicht gewinnt, werdet ihr da drin stecken für immer! Ein Risiko, das wir eingehen müssen. Oh, ich bin so ein Idiot. Yep. Das stimmt. Ja, Mann. Total. Baba. Musst immer versuchen, alles allein zu machen, hä, Shakes? Ihr seid wegen mir da. Aber heißt das nicht, ihr steckt hier auch fest? Niemand wird irgendwo feststecken. Hey, was soll denn das? Wir schlagen einfach die Legenden und ab geht's nach Hause. Außerdem, Alter, wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen. Und wir verlieren zusammen. Ja, wir sind in Virtual Reality verloren, in alle Ewigkeit zusammen. Ich kann sonst von der Seitenlinie zusehen, aber das... Es muss etwas geben. Was könnte ich tun? Also, du kannst mir den Schraubenzieher geben, bitte. Zu, Jungs. Kraft, Genauigkeit, Mut. Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Legenden? Das sind die Legenden in der Mache. Eine Legende, aber diese Jungs sind legendär. Warum hasst der Simulator mir? Die sind schon Ewigkeiten drin. Shakes scheint echt festzustecken. Scara, hast du neue Informationen über die Super Strikers? Ich habe viel mehr als das, Vince. Das Halbfinale wird sehr viel einfacher, als wir dachten. Ich muss auflegen. Puh, deine Einstellung stinkt meistens, Kara. Aber diesmal übertriffst du dich echt selbst. Ja, dann kannst du uns auf dem Siegertreppchen riechen. Jetzt raus aus meinem Auto. Was? Hey! Gib die zurück! Egal. Was auch immer. Scara, ich glaube, das waren zu viele Chips. Was? Niemand stört meine Spielvorbereitung. Nein, nein, lass mich raus! Lass mich raus! Hä?
Hör zu, Jungs. Kraft, Genauigkeit, Mut. Hier gilt das Überleben des Stärkeren. Ich zerstöre jeden, der sich mir in den Weg stellt. Geht's nur mir so oder wird das superschnell sehr nervtötend? Du hast keine Ahnung. Ihr seid vielleicht was auf der Spur. Das sind Simulationen von Spielen. Sie sind zwar gut, aber sie lernen nichts Neues dazu. Aber wir schon. Entschuldige, Coach. Du hast mir gezeigt, nicht zweimal auf denselben Trick reinzufallen. Den da habe ich von dir gelernt. Und hier ist dein eigener. Ball flach halten! Komm schon, los! Coach! Ich hasse mich manchmal echt. Ah! Nicht schlecht, Jungs, nicht schlecht. Nur ein paar Spiele mehr und wir haben sie. Hör zu! Die Simulation wird gerade extrem instabil. Wenn ihr euer nächstes Spiel nicht gewinnt, heißt es Shift plus Delete. Keine Wiederherstellung aus dem Papierkorb. Dahin, am Ende, vernichtet! Ich glaube, Sie haben es verstanden. Oh, ay caramba! Was sollen wir jetzt tun? Spieler gegen Spieler sind die Legenden besser als wir. Oh, super Rede, Kapitän. Oh. Aber sagt mir mal, welche Farbe tragen die? Alle unterschiedliche? Der Grund ist, sie sind kein Team. Aber wenn wir wie eins spielen, gewinnen wir, egal wie gut es sind, individuell. Eins, zwei, drei, Super Strikers! So inspirierend. Schneller Konter! Wir beenden das jetzt sofort! Oder es ist Game Over. Mach mal halblang! Ah! El Matador! Zu mir! Der Ball kommt, Shakes! Schieß! Jetzt schieß einfach! Willkommen zum Super League Halbfinale. Live aus dem Strikerland. Invincible United sind aufgelaufen. Aber komischerweise fehlt die Heimmannschaft. Sehr ungewöhnlich für Coach. Normalerweise ist er überpünktlich. Das ist doch besser, als ich es erwartet habe. Also, im Großen und Ganzen. Scarra? Endlich! Die Männer in Rot laufen ein.
Und sie sehen entschlossen aus. Los geht's. Zwei Lokalrivalen und Super League-Giganten treten an. Wer wird hier als Sieger nach Hause gehen, Mac? Ich weiß es nicht, Brenda. Aber was auch immer der Endstand sein wird, das wird eine legendäre Partie. Cool, Joe. Stimmt es, dass du planst, deinen Afro loszuwerden für die neue Super League-Saison? Falls ich das bringe, wie würde ich dann meinen Kamm tragen? El Matador, hier drüben! Es gibt Gerüchte, dass du den Super League-Pokal geschmolzen hast für eine goldene Statue. Von dir selbst. Stimmt nicht. Aber verlockend. North Shore, Quellen sagen uns, du wechselst zu Hydra diese Saison. Ja, also, die Quellen haben wohl zu viel getrunken. Dancing Ruster, was sagst du zu den Berichten, dass Duma jetzt wieder Kapitän bei Invincible United ist? Ha, das ist das dümmste Gerücht von allen. Ja, nicht mal United sind verrückt genug, ihn zu holen. Mann, diese Saison war wohl hart für die Presse. Yep. Kein Fußball zu berichten, also denken sie sich verrückte Storys aus. Burglebra, wem sagst du das? Also, sie müssen nicht länger warten. Die Super League geht schon bald wieder los. Und wie war denn euer Urlaub? Ha, bald erscheint mein neues Album. Ich habe gekickt. Wer hat das gekickt? Auf der Couch. Ach, ihr werdet es nicht erraten, was bei mir lief. Ich hatte eine krasse Zeit beim... Yeah. Das klingt alles ganz okay. Aber nicht annähernd so aufregend wie... Na, ihr führte Tour durch die Burgen in Bayern. Oh, ich hab so viele neue Dinge gelernt. Und wusstet ihr, dass König Ludwig II. Ein Holzbein hatte? Nicht zu verwechseln mit Ludwig IV. Mit seinem hölzernen Arm und natürlich König Günther IX. Mit seinem Pappmaché-Knie. Zeit, die Ferien hinter sich zu lassen, Jungs. Ja, Klaus. Aha. Wir haben den Super League-Titel jetzt zwar geholt, aber ihn zu verteidigen ist viel, viel schwieriger. Stellt euch also auf ein intensives Vorsaisontraining ein. Also, weitere Fragen? Ja, Coach. Stimmt es, dass Sie mit Schuhen werfen, wenn Sie wütend sind? Verdammt, das ist lächerlich. Wie sollen wir uns auf die Saison vorbereiten mit all diesen Ablenkungen? Vielleicht müssen wir hier raus. Den Rest der Vorsaison woanders trainieren. Es muss etwas absolut Abgeschiedenes sein. Aber doch, auch edel. Ich glaube, ich weiß wohin. Und? Das ist wo? Ich muss sagen, es ist großartig ohne die Presse. Ja, keine Kameras um uns den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was du meinst. Bist du dir sicher mit diesem Ort, Dancing Ruster? Vertraue mir, Coach Mann. Es gibt hochmoderne Einrichtungen, zwei perfekte Felder und am wichtigsten... absolute Privatsphäre. Das ist das perfekte Trainingscamp vor der Saison. Super gut, Jungs. Hab ein bisschen gebraucht, aber ich hab ihn gefunden. Den offiziellen Amiento Island Guide. Oh Mann, das schon wieder. Wusstet ihr, dass die Inselheimat von über 500 Pflanzen und Tierarten ist? Oh, wie der gepunktete Quandovogel. Die Insel hat ein extrem diverses Pflanzen- und Tierreich. Der ganze Club wäre total abgegangen, ha? Mit einigen einzigartigen Blumen. Oh!
paar Strikers? Invincible United. Was machst du denn hier? Lass mich raten. Das perfekte Vorsaison-Trainingscamp. Ha, fast schon zu perfekt. Wir haben Fußballfelder auf verschiedenen Inselteilen. Ich dachte nicht, das wäre ein Problem. Ganz offensichtlich folgen Sie nicht der Super League. Ich habe die Insel ausdrücklich wegen der Privatsphäre gebucht. Eine von uns muss gehen. Und wie sollen wir entscheiden, wer? Ich habe eine Idee. Warum spielen wir nicht darum? Duma? Also sind nicht alle Gerüchte frei erfunden, was? Du hast ihn verpflichtet? Letztes Mal, als Duma gespielt hat, ist er geflogen und hat die rote Karte gegessen. Duma ist vielleicht etwas unkonventionell, aber er ist stark und furchtlos. Der perfekte Kapitän. Wir haben wohl zwei sehr verschiedene Definitionen von einem perfekten Kapitän. Willkommen zurück in der Super League, Mann. Es ist gut, zurück zu sein. Also, wie machen wir es, Dancing Rasta? Gewinner bleibt, Verlierer geht heim, weine. Aber auf welchem Feld spielen wir? Ja, wer bekommt den Heimvorteil? Na, wer weiß das? Jungs! Bedenkt, wir haben die Insel für uns. Warum spielen wir nicht auf der ganzen Insel? Ihr seid dran. Ich verstehe, dass ihr nicht einfach aufgeben konntet, aber auf der ganzen Insel spielen? Was hast du dir gedacht? Wir sind nicht den ganzen Weg hierher gekommen für ein Spiel Geländefußball! Das fordert Fitness, Strategie und Teamwork. Genau, was wir brauchen für die kommende Saison. Und wenn wir gewinnen, haben wir den mentalen Vorteil gegen Super Strikers noch vor dem ersten Spieltag. Wenn wir als Team auftreten und alles geben, sind wir nicht zu stoppen. Außerdem habe ich einen Plan, der garantiert funktionieren wird. Und wenn ihr mir hier lang folgt, sehen wir den historischen Marktplatz und den historischen Brunnen. Die historische Hufschmiedwerkstatt, diesen historischen Ziegel? Wusstet ihr das? Klaus! Mann! Alter, genug mit dem Unsinn. Na gut, wusstet ihr, dass ich euch diese super interessanten Sachen eh nicht erzählen wollte? Rasta. Duma. Lass uns loslegen. Wollen wir? Euer Tor ist im Norden, unseres im Süden. Und woher wissen wir, wo was ist? Also, wusstet ihr, dass es eine Blume auf der Insel gibt? Keine Sorge, Dancing Rasta. Ein echter Kapitän ist auf alles vorbereitet. Golf? Wieso nicht? Ihr kennt die Regeln, Gentlemen. Was sind die Regeln? Es gibt keine. Aber ich habe einen Rat für dich, Rasta. Achte immer schön auf den Ball. Klaus, halt ihn auf am Brunnen! United, holt ihn euch! Es ist zu eng hier. Wir müssen von dem Platz wegkommen. El Matador, leerer Raum. Verstanden, Kapitän. Cool Joe, flank rüber. Geht klar, Bruder. Shakes, die Gasse. Geht klar, Rasta.
jetzt! Sehr gut, Kapitän. Zu früh für Glückwünsche, Mann. Wir haben einen langen Weg vor uns. Ha! Habt ihr nicht. Sieht so aus, als wäre das eine Sackgasse, Super Strikers. Wollt ihr euch tatsächlich die ganze Zeit anschweigen? Im Ernst jetzt? Ach, das wird ein verdammt langer Tag. Mann, ich bin ja engen Raum gewohnt auf dem Spielfeld, aber nicht wie hier. Ja, das ist ein ganz anderes Spiel, Mann. Also müssen wir komplett umdenken. Nutzen wir die Umgebung. Weg abschneiden! Er kommt zu dir, Shakes! Ende im Gelände, Shakes! Shakes! Echt schöne Aussicht von hier oben! Also der Einsatz könnte nicht höher sein. Jetzt spiel einfach! Manchmal muss es der Kapitän eben selber in die Hand nehmen. Alles klar, Jungs. Weiter so. Wir sind noch so. Ah, das brennt. Meinst du das mit die Umgebung nutzen, Dancing Rasta? Gib auf, Scour. Du bist nicht schneller. Das muss ich gar nicht. Wir sehen uns im Süden, Loser. 127. 128. 109 und... Oh. 130, 131. Ah! Ah! Wusstet ihr eigentlich, dass ihr dreckige Betrüger seid? Mann, hätte ich mir denken sollen, dass die gut in dem Spiel sind. Ja, weil es keine Regeln gibt. Ja! Yeah. Was du nicht sollst. Was machen wir denn jetzt, Kapitän? Dieses verdammte Alles-Gilt ist typisch für United. Also müssen wir unsere Stärken ausspielen. Nur weil das kein Feld ist, heißt das nicht, dass wir keine Taktik brauchen. Also los geht's. Zeigen wir United, warum wir die Champions sind. 1, 2, 3. Super Strikers! Als erstes brauchen wir den Moment der Überraschung. Und einen von Blocks perfekt geteilten Tackles.
dann brauchen wir eine supergenaue Flanke von Cool Joe durch das Dickicht. Und Shakes führt es zu Ende mit seinem krassen Dribbling auf dem Grün. Ha! Eingelocht! Los geht's! Na los! Kapitän! Dancing Rasta lässt uns alt aussehen! Entspann dich. Sie laufen genau dahin, wo ich sie haben will. Hey, Jungs. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Aber sie waren uns auf den Fersen. Relaxt mal. Die haben bestimmt aufgegeben. Die packen schon ihre Tasche für den Flug nach Hause. Vielleicht. Oh, wow. Das ist sie. Die Blume, von der ich geredet habe. Wusstet ihr, dass die immer Richtung Norden... Klaus! Wir haben keine Zeit für dämliche Fakten über Pflanzen. Moment mal, Jungs. Was meinst du, Klaus? Diese Blume zeigt immer nur nach Norden. Ich habe eine Sache als Kapitän gelernt. Höre immer auf dein Team. Bitte! Irgendwer muss was sagen, muss was tun, irgendwas! Nein, nein! Nein, 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 nein! Kommt, Jungs, wir sind fast da! Hey Jungs, was macht ihr denn hier? Sie sind in meine Falle getappt. Rasta, Rasta, Rasta. Ein guter Kapitän plant immer einen Schritt voraus. Der Kompass! So ist es. Ausgetrickst. Norden und Süden vertauscht. Ihr habt den Ball den ganzen Weg zum eigenen Tor gebracht. Schach. Sehr clever, Duma. Aber du hast deinen eigenen Rat vergessen. Oh, wirklich? Und welcher Rat war das? Achte immer schön auf den Ball. Hä? Wo ist er? Ich brauche keinen Kompass, um zu wissen, wo Norden ist. Yeah, er ist auf dem Weg zu eurem Tor. Die Insel gehört uns. Schachmatt. Squash? Los geht's. Haha, super Leistung vom Team, Duma. Yeah, ab zurück nach Hause. Hey, wusstet ihr, dass wir euch auf dieser Insel in den Arsch getreten haben? Sagt ihr euch nicht mal goodbye? Bitte sagt goodbye! Ganz einfach. Goodbye! Siehst du? Oh, ihr macht das nur, um mich fertig zu machen, oder nicht? Gut gemacht, Rasta. Gegen United zu spielen hat alle motiviert. Aber es liegt eine lange Saison vor uns.
Ja, die echte Herausforderung hat gerade erst begonnen. Duma, wie fühlt es sich an, wieder Invincible United Kapitän zu sein? Kein Kommentar. Und wo wart ihr die letzten paar Tage? Kein Kommentar. Also bestreitet ihr gar nicht die Experimente in einem geheimen Fußballlabor? Kein Kommentar. Oder, dass ihr euch Roboterfüße an den Knöcheln habt einsetzen lassen. Ihr wollt wirklich wissen, wo wir waren? Wir hatten ein Geländefußballmatch gegen die Super Strikers auf einer einsamen Insel, okay? Ach, komm schon, du erwartest, dass wir das glauben? Ihr glaubt, wir kaufen so einen Blödsinn? Wie leichtgläubig glaubt ihr, sind wir? Die Taktikabteilung meldet sich zum Dienst, Sir. Ja, nein. Hast du die Schlüsselfigur der Super Strikers identifiziert? Ja. Shax und El Matador schießen immer alle Tore für die Super Strikers. Du hast recht, Uber, Sir. Aber 65% dieser Tore werden von einer Person vorbereitet. Wem? Klaus. Halten wir ihn auf, schießen die Super Strikers keine Tore mehr. Und wie machen wir das? Mit der ultimativen psychologischen Kriegsführung. Operation Alter Ego. Willkommen im Alpine Hotel, Jungs. Ihr kennt eure Mitbewohner von der Tour. Abwehrabteilung. Oh ja, steckt uns nach links außen. Auf keinen Fall, rechts außen. Oh ja, Shakes, Mitbewohner-Power. Das werde ich nicht sagen. Komm schon, das macht Spaß. Mitbewohner-Power. Ich verstehe immer noch nicht, wieso ich alleine auf ein Zimmer muss. Das liegt daran, dass du dich noch nie hast schnarchen hören. Ja, der Typ ist wie ein Dampfzug. Appell morgen um 6.30 Uhr. Seid bitte pünktlich. Shakes! 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 Schnell, Shakes! Wir haben verschlafen! Ah! Shakes, Klaus, ich hoffe, ihr seid fertig. Bereit für die Action, Coach. Puh, danke, Alter. Das war knapp. Mitbewohner-Power? Mitbewohner-Power. Ja, Klaus, los geht's. Legen wir los! Yeah! Also das ist Mitbewohner-Power! Ja, schön. Ja, schön gemacht, Leute! Hey, Jungs! Zeit für ein schnelles Interview? Aber natürlich, wenn du willst. El Matador, Shakes, ihr habt in den letzten 5 Spielen 7 Tore geschossen. Wie habt ihr das gemacht? Ich würde die ganze Anerkennung ja den Jungs geben, Lena. Aber die ganze Anerkennung sollte mir zukommen. Und Shakes ein kleines bisschen. Wir sind in Form, weil Klaus in Form ist. Ja? 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 Ja! Hi. Ist dit, ich bin Klaus. Mr. Klaus. Wir haben Sie schon erwartet. Oh, so cool. Klaus, Baby, Schätzchen, du bist es. Ich bin Weiner Hotdog, dein Regisseur. Also, wie würde es dir gefallen, der neueste Fernseh-Superstar zu sein? Catman! Oh,
Wow. Aber wieso ich? Komm schon, Klaus. Du bist ein Athlet. Du bist in Bestform. Perfekt dafür, Catman zu spielen. Schätze ja. Außerdem seid ihr beide so ähnlich. Geborene Helden. Mit tollen Sidekicks. Mit tollen Sidekicks! Darf ich vorstellen? Dog Boy! Guter Dog. Boy? Und du bist lustig. Die Kamera liebt dich jetzt schon. Kutsch würde mir das nie erlauben. Also, von uns erzählt keiner was. Kick mal, Dog Boy. Da ist unser Erzfeind. Der Chuckler. Wieso nennt man ihn so, Catman? Weil er immer so viel lacht? Nee, Dog Boy. Weil er Sachen schleudert. Komm mit mir! Au! Kettebanga! Guter Spruch, Catman! Es folgt Katzenspruch! Katzenspruch! Wieso kannst du deinen Text nicht lernen, Dr. Boy? So wie Klaus! Also, was denkst du? Die Geschichte ist schlecht. Die Rollenmotivation nicht überzeugend genug. Und hör mir bloß mit diesem furchtbaren Ende auf. Ja, ich stimme komplett zu. Aber ich meinte das Experiment an Klaus. Ich verstehe das nicht. Was soll das mit Fußball zu tun haben? Ich erklär's euch. Catman und Dogboy wird rund um die Uhr im Hotel Alpine laufen. Mann, diese Show läuft auf jedem Sender. Überall, wo Klaus hinsieht, wird er sich selbst sehen. Hä? Den Helden. Catman wird der Name sein, den jeder ausspricht. Dieser Catman könnte der beste Schauspieler in der Branche sein. Und, wie soll das Klaus aufhalten können? Ja, das wird ihn doch ganz bestimmt nur noch selbstbewusster machen. Ganz genau. Aber dieses falsche Machtgefühl wird Klaus gierig machen. Er wird anfangen zu glauben, dass er der Held ist, der alles alleine machen kann. Kettebanga! Ich bin Catman mit dem Catplan. Bitte alles, nur nicht Catman. Gibt es irgendwas, das du nicht kannst? Shakes und El Matadors Versorgungslinie wird abgeschnitten. Und die Siegessträhne der Super Strikers wird vorbei sein. Keine Sorge, Mitbewohner. Ich bin bereit, loszulegen. Hä? Shakes, Klaus. Seid ihr wach? So ziemlich, Coach. Beeil dich, Klaus. Deine Zähne sind schon sauber genug. Kein Karies für den Typen. Hab ich recht? Alter, die Skills von Catman sind wie von einem Olympiateilnehmer. Und Dogboy? Der Typ weiß, wie man einen Treffer einsteckt. Badam! Catman und Dogboy sind so uncool, dass es cool ist. Ja, die ersten 2 Stunden dachte ich, dass es lahm ist. Aber nach 3, da war ich gefesselt. Hey, der Coach hat heute Morgen seine Runde gemacht. Aber ich habe dich gedeckt. Also, wo warst du? Ich bin laufen gewesen. Ja, ich war laufen. Bereit, wenn du es bist, Klaus. Du weißt, wie es läuft. Gibt es irgendwas, das du nicht kannst? Bitte alles, nur nicht Catman. Du bist ein geborener Held. Jederzeit. Hä?
Halte dich an die Strategie, Klaus. Ich hab ne Lücke gesehen, Coach. Ich hätte treffen können. Hätte. Fahrradkette. Ich krieg das schon hin. Das mach ich schließlich immer so. Hey, Klaus. Geht's dir gut, Alter? Du hast dich echt komisch verhalten beim Training. An meinem Verhalten ist ja nicht komisch. Kick mal, Shakes. Ich muss früh ins Bett. Ich geh morgen nämlich wieder laufen. Hey, ich komme mit. Nee, Shakes, das ist eine schlechte Idee. Wenn du mitkommst, wer deckt uns dann beim Coach? Mitbewohnerpower? Ja. Yeah. Mitbewohnerpower. Okay, Mitbewohner. Mal sehen, was du wirklich machst. Hä? Klaus ist Catman? Aber wieso hat er uns das nicht erzählt? Das ist das letzte Mal, dass ich die beiden in ein Zimmer stecke. Shakes, Klaus, ihr solltet lieber fertig sein. Sind gleich da, Coach. Sind gleich da, Coach. Sind gleich da, Coach. Keine unbefugten Personen. Es gelten strikte Anweisungen. Oh, ich bin ein Freund von Klaus. Ja. Da gelten noch striktere Anweisungen. Keine Freunde von Klaus. Was? Nein. Schon gut. Wir spielen zusammen Fußball. Für die Super Strikers? Die striktesten Anweisungen. Keine Super Strikers. Okay. Meine Güte. Ich muss mit Klaus sprechen. Aber wie? Oh, Klaus. Baby Schätzchen. Ich bin so aufgeregt über das, was du uns heute zeigen wirst. Dogboy, du bist zu spät. Wieso kannst du nicht ein kleines bisschen mehr wie Catman sein? Klau, ich meine, Catman, können wir kurz reden? Sag mal, an dir ist doch irgendwas anders. Du hast an deiner Figur gearbeitet, oder? Okay. Alle Leute, ihre Plätze, Ludwig. Du auch, Dogboy. Hey, lass mich raus, sonst verpasse ich meinen Einsatz. Schon wieder. Dein Werfen nimmt Überhand, Chuckla. Überhand? Von mir aus gerne. Gut gemacht, Dogboy. Ich schuld dir eine Torte. Catman, oh Catman. Ich bin Catman und nichts kann mir aufhalten. Oh! Ja, Klaus! Was für ein Move! Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr alle gesehen, wie super weit der Klaus ist? Klaus! Wir sehen uns später, Leute. Ich muss noch ein Spiel gewinnen. Klaus, warte. Ich muss mit dir reden. Ich bin es, Shakes. Ganz ruhig, Leute. Klaus hat das Gebäude verlassen. Gut gemacht, Taktikabteilung. Scheint, als hätte Klaus bei unserem kleinen Plan angebissen. Dogboy, der Oberst sagte ganz ruhig. Du kannst die Maske ausziehen, ja? Ich würde lieber die ganze Zeit in meiner Rolle bleiben. Der gefällt mir. Wahre Hingabe für die Iron Tank Sache. Spieltag im Fortress Stadion. Es war eine erschöpfende Woche voller Vorbereitung für beide Teams. Und es war eine erschöpfende Woche für mich. Ich wohne in einem Hotel, bei dem nur ein Kanal läuft. Na, Catman! Als hätte ich das Lied nicht oft genug gehört. Klaus, wo bist du gewesen? Wo ich war, ist egal. Alles, was zählt, ist, was ich mit Iron Tank anstellen werde. Oh.
Und wo ist dein Mitbewohner? Hier bin ich, Coach. Klaus, ich muss mit dir reden. Die Super Strikers waren höchst effektiv in ihren letzten Spielen. Können El Matador und Shakes ihre Tore gegen die mächtigen Iron Tank fortführen? Ich weiß von Catman und Dogboy Klaus. Na klar, jeder weiß von Catman und Dogboy. Das ist eine riesige Hitshow, Shakes. Eigentlich ist es keine Hitshow, Klaus. Es wird nur im Alpine Hotel ausgestrahlt. Shakes sollte daran denken, in die Lücke zu rennen, anstatt Klaus müde zu rennen. Ja, außerhalb der Position zu spielen, könnte zu einer echten Katastrophe für die Super Strikers werden. Ich habe deine Kettitüde langsam satt. Siehst du, was für ein tolles Team wir sind? McCatman und Brenda. Also kennst du mein Geheimnis. Aber Catman und Dogboy ist eine Chance für mich, mein eigenes Ding zu machen. Aber das ist genau der Punkt, Klaus. Es ist nicht dein Ding. Hier, Klaus! Ich bin Catman und ja, nichts kann mir aufhalten. Direkt in die Hände des Manglers. Der Schuss saß nicht. Sehr clever, ja, nein. Operation Alter Ego ist ein Erfolg. Ja, ja, das ist es, Uber, Sir. Aber... Mhm. War nur ein Spaß. Klaus, Catman und Dogboy ist ein komisches Iron-Tank-Experiment. Vielleicht bist du genau wie El Matador. Bist nur sauer, dass du keine Tore schießt. Komm schon, Mann. Nein, er hat recht. Ich bin sauer. Du musst mir glauben. Mitbewohner? Das nächste Mal teile ich mir mein Zimmer mit Big Bo. Ach, komm schon. Ich schnarche nicht wirklich so schlimm. Oder? Klaus hört nicht auf mich. Aber ich kenne vielleicht jemanden, auf den er hören könnte. Klaus, was machst du da draußen? Ja, spiel den Ball ab, Alter. Ja, komm schon, Klaus. Ich kann nicht glauben, dass Iron Tank unsere Siegessträhne durchbrechen wird. Leute, ihr redet, als hätten wir schon verloren. So läuft es aber nun mal bei Helden nicht. Klaus, ich muss ein Hühnchen mit dir rupfen. Doch. Ich liebe diese Show. Schicksal. Ich liebe diese Show nicht mehr. Und jetzt lasst mich euch vorstellen, Catman. Wow, du bist Catman. Ich kann nicht glauben, dass uns das vorher nicht aufgefallen ist. Sag mir nicht, dass der Coach der Tackler ist. Leute, Catman ist eine Falle von Iron Tank. Komm schon, sie machen eine Fernsehserie? Ich war dort. Ich habe da Uber von Push-Up und alle anderen gesehen. Ist nicht wahr. Komm schon. Leute, also bin ich jetzt doch nicht perfekt für die Rolle von Catman oder wie ist das jetzt? Klaus, du bist jedes Mal ein Held, wenn wir Fußball spielen. Alter, Iron Tank haben solche Angst vor dir, dass sie eine falsche Fernsehsendung erfinden mussten, um dich reinzulegen. Und wir sind alle unsere eigenen Sidekicks. Versteht ihr? Shakes, das tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Und das mit der Torte tut mir wirklich leid. Mitbewohner-Power? Mitbewohner-Power! Klaus, hast du noch ein bisschen Schauspielerei in dir übrig? Harte erste Halbzeit für die Männer in Rot. Mal sehen, ob sie es geschafft haben, sich während der Halbzeitpause zu vereinigen. Haha, war nur Spaß! Die Super Strikers greifen an. Können sie ihre fantastische Form aus den letzten Spielen zurückgewinnen? Das hängt alles davon ab, ob Klaus es schafft, den beiden Stürmern den Ball zuzuspielen. Mac, sieh nur! Die Super Strikers bedrohen das Tor der Iron Tanks! Klaus, ich bin hier drüben! Komm schon, Klaus, mein Freund! Ich werde es schaffen! Wow, im Mittelfeld ist kilometerweit Platz. Sieht aus, als hätte Klaus seine Augen aufs Tor gerichtet, Mac. Nein, was für ein frecher Pass. Eine selbstlose Darstellung des Heldenmuts für den guten Zweck.
1-0 für die Gäste. Das wird reichen, Brenda. Hey, was denkt Klaus, wer er ist? Er klaut meine Moves. Die nächste Fernsehsendung, die wir drehen, wird ein Action-Drama mit euch in der Hauptrolle. Sie heißt Rennt um euer Leben. Und die Produktion beginnt... sofort! Wie ich gesagt habe, das Ende ist furchtbar. Ich glaube immer noch, dass ich der beste Catman gewesen wäre. Sein oder nicht sein, der Catman? Das ist hier die Frage. Wie auch immer, Alter. Du kannst dem Klausmeister nicht das Wasser reichen. Kannst du das unterschreiben? Also, als Catman? Na klar. Lass es dir aber nicht zu Kopfe steigen, okay? Keine Sorge. Ich muss kein Superheld sein, verstehst du? Ich bin schließlich schon Superstriker. Hallo? Ist hier jemand? Ich krieg langsam Hunger. Mann, ich liebe es, in Rio zu spielen. Coole Sehenswürdigkeiten. Das unglaubliche Wetter. Und am allerbesten... der Samba! 1, 2, 4, 5, 1, 2, 7, 1, 1, 2, 3, 1, ja. Dann ist heute dein Glückstag, mein Freund. Ich kenne den besten Samba-Lehrer in ganz Rio. Samba, Humbug! Sehe ich aus, als würde ich Unterricht brauchen. Sei unvoreingenommen, El Matador. Man weiß nie, was man lernen könnte. Jungs, ihr vergesst Rios Hauptattraktion. Euer Spiel gegen Palmentieri. Sie sind in Topform und wir müssen vorbereitet sein. Und, wieso sind wir dann am Strand? Für ein ernstes Training. Oh Mann. Ein weiterer perfekter Tag im Paradies. Hört zu, Jungs. Palmentieri greifen zusammen an, was sie sehr gefährlich macht. Aber anfällig für schnelle Gegenangriffe. Ah, das Training im Sand wird unser Tempo verbessern. Genau. Die Strategie ist einfach. Hinten verteidigen, ihn den Ball abnehmen und ihn dann vor zu Tiger schießen. Er benutzt den Twisting Tornado, um Palme zu überraschen. Noch Fragen? Ja? Soll das da etwa Tiger sein? Willst du Kunstunterricht? Ich kenne den besten Lehrer in ganz Rio. Oh, oh. Er gehört dir, Tiger. Okay, dann lasst uns mal aufdrehen. Twisting Tiger, du kannst gegen Palme spielen, aber wenn du zu viel Druck auf dein Knie ausübst, könntest du monatelang ausfallen. Tut mir leid, Tiger. Wir können kein Risiko eingehen. Und das bedeutet kein Twisting Tornado. Brauchst du düstere Geigenmusik? Ich kenne den besten Musiklehrer in ganz Rio. Sorry, Mann. Kein Interesse. Hä?
Was ist das denn? Das, mein Freund, ist Capoeira, die brasilianische Kampfkunst. Und lass mich raten, du kennst bestimmt den besten Lehrer in ganz Rio. Er trainiert auf dem Hosinha. Vielleicht kann ich ja immer noch Twisting Tiger sein. Hör zu, Jungs. Ja, ja. Mehr ernstes Training. Eigentlich wollte ich euch den Tag freigeben. Wer bist denn du? Ihr habt das Training gestern gerockt, Leute. Also habe ich uns allen Karten gebucht. Ja? Ja? Für eine ganztägige ja? Sightseeing-Bustour. Ja! Nein. Willkommen bei der Rio de Janeiro Bustour. Macht euch bereit für viele Stunden voller interessanter Fakten über diese Stadt. Leider ist die Klimaanlage kaputt. Aber wenn Sie unter Ihren Sitzen nachsehen, finden Sie eine kostenlose Tüte mit extra salzigen Erdnüssen. Oh, danke. Diese Straße, gebaut um die Jahrhundertwende... Sogar ernstes Training ist besser als das. Geschichte. Sie wurde. Was ist los, Alter? Ich glaube, ich habe einen neuen Weg gefunden, um den Twisting Tornado zu machen. Ein Weg, der mein Knie nicht verletzt. Aber ich stecke hier fest. Keine Sorge, Alter. Wir kommen mit Palme klar. Es geht nicht um das Spiel, Shakes. Ich bin Twisting Tiger. Ohne den Twisting Tornado bin ich niemand. Haha, wirklich gut gemacht, Leute. Wenn wir heute Abend dieselbe Leistung bringen, werden die Super Strikers große Probleme haben. Vor allem jetzt, da Twisting Tiger ausfällt. Donaldo, sei nicht so übertrieben selbstsicher. Die Super Strikers haben immer noch genug Matchwinner auf ihrer Seite. Und der Coach hat einen Plan B. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir Kopfballtraining machen. Und wenn Sie nach links aus dem Fenster sehen, sehen Sie den prachtvollen Zuckerhut. Cool! Könnt ihr da hochsteigen, Mann? Das ist kein Teil der Tour. Und auf der linken Seite sehen Sie auch den Stadtteil Lapa, der berühmt ist für seine großen Partys. Auch kein Teil der Tour. Auf der rechten Seite kommt die berühmte Rosinha Favela. Rosinha? Das ist es! An diesem Ort kann ich Capoeira lernen. Du musst mir helfen, aus diesem Bus zu kommen, Shakes. Oh, okay, in Ordnung. Heftklammern, Butterbrotpapier. Wartet mal, Heidi. Leute. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich sage, was jeder denkt. Diese Bustour ist unglaublich. Wir sollten das in jeder Stadt machen, in der wir spielen. Fritz Erdbeer! Hey! Lasst sofort Shakes in Ruhe. Er hat recht. Diese Tour ist sehr informativ. Also, wo ist dieser Meister? Du bist das? Jetzt warte mal kurz. Bist du auch der Kunst-, Musik- und Samba-Lehrer? Rhythmus, Vision, Ausdruckskraft. All diese Dinge verbinden sich im Capoeira. Außerdem muss man ja irgendwie Geld verdienen.
Der erste Schritt, um Capoeira zu meistern, ist der Jinga. Bist du sicher, dass das nicht Teil deines Samba-Unterrichts ist? Der Jinga ist die Grundlage des Capoeira. Dadurch kann man sofort von Verteidigung zu Angriff wechseln, sekundenschnell. Der Trick ist darauf zu warten, dass der Gegner den ersten Schritt macht. Und dann, wenn seine Verteidigung unten ist, Gegenangriff. Der Botanische Garten ist der perfekte Ort, um einen heißen Tag wie heute zu verbringen. Aber er ist nicht Teil der Tour. Bitte aufhören. Sie ruinieren Rio. Als nächstes in der Tour. Wir müssen hier irgendwie raus. Also, jetzt ist unsere Chance. Die einfache Tatsache. Kommt schon, Leute. Einfach zu gehen wäre respektlos gegenüber dem Coach. Und das schließt die erste Hälfte der Tour ab. In den nächsten 4 Stunden werden wir auf eine faszinierende Reise gehen. Ja, gut gemacht, mein Freund. Immer weiter so. Also, wann kannst du mir die Handstanddrehung beibringen? Oh, Tiger. Wieso die Eile, Mann? Ach, nur so, schätze ich. Ist nicht so, als würde ich spielen. Aber ich sollte mir das Spiel ansehen. Und die Jungs unterstützen, weißt du? Aber keine Sorge, mein Freund. Ich habe die besten Plätze in ganz Rio. Schön. Hä? Was? Sie bereiten sich gegen Lanky vor? Sie kennen unsere Strategie. Joao, du musst mir diesen Move beibringen. Jetzt! Rio de Janeiro. Eine Stadt voller Surfen, Fußball und Samba. Wirklich, wirklich ein Ort, der vom Leben im Freien definiert wird. Und auf der rechten Seite sehen Sie den berühmten Copacabana-Strand. Ich kann es einfach nicht glauben. Jetzt stellen Sie sich kurz vor, dass Sie selbst auf dem schönen weißen Sand mit dem Wind und dem Ozean. Alles klar. Siehst du zu? Also los, jetzt versuchst du es. Okay, du gibst dir Mühe, mein Freund, aber ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr Training. Hey, was hat das mit dem Capoeira-Training zu tun? Gar nichts. Aber danke für die Hilfe. Alles klar. Ich bin bereit. Tut mir wirklich leid, Coach. Aber die Tour war einfach so langweilig. Ich weiß. Und ich habe sie noch 3 Stunden länger mitgemacht. Es gibt da noch eine andere Sache, Coach. Wir wissen nicht, wo Tiger ist. Macht euch jetzt mal keine Sorgen wegen Tiger. Wir haben eine Strategie. Wir haben die Spieler. Jetzt lasst uns das Ergebnis holen. Tiger! Denk dran, mein Freund. Du musst den Jinga einsetzen, damit die Drehung funktioniert. Danke, aber ich habe, was ich brauche. Mach wenigstens eine Sache für mich. Ja?
Nimm einen Flyer für deine Freunde mit. Willkommen bei Palminteri gegen Superstrikers, live aus dem Rambar-Stadion. Die brasilianischen Maestros treten in voller Stärke an. Aber den Superstrikers fehlt Twisting Tiger. Haben die Superstrikers einen Plan B, jetzt da ihr Spieler außer Gefecht ist? Schieß den Ball zu dem großen Mann. Schade für den Coach. Edwin hat diese Strategie von einer Meile Entfernung kommen sehen. Und da ist es! Großartiges Tor von den Samba-Jungs! Kein Twisting Tiger. Steilpass wurde gestoppt. Die Super Strikers-Fans müssen hoffen, dass sie einen Plan C haben. Tatsächlich glaube ich, dass Plan A gerade angekommen ist. Alles klar, wuhu! Was soll ich sagen? Rio, unglaubliche Stadt. Wo warst du denn? Nur weil du nicht auf dem Spielfeld stehst, heißt das nicht, dass deine Teamkameraden deine Unterstützung nicht brauchen. Ich kann ihnen mehr als Unterstützung geben. Ich kann das Spiel für uns gewinnen. Du meinst... Der Twisting Tornado ist wieder im Spiel. Und die Super Strikers wechseln das erste Mal aus. Twisting Tiger kommt rein für Lanky. Hey, wartet mal! Wenn Tiger Plan A ist und er nach Plan B auf den Platz kommt, dann ist Plan B eigentlich Plan A und Plan A ist... Ich brauche einen Stift und Papier. Twisting Tiger hat den Ball. Kann er etwas bewirken? Also, wirkungsvoller kann man kaum noch sein. Er hat seinen typischen Move auf den Kopf gestellt. Muss immer noch in der Testphase sein, Brenda. Wo ist das Tempo, Tiger? Wir brauchen schnelle Gegenangriffe. Was ist los mit Twisting Tiger? Er muss den Jinga einsetzen. Den was? Witzig, dass Sie fragen. Ja! Wow! Jetzt gibt Tiger wirklich alles. Schade, dass bereits abgepfiffen wurde. Ja, nicht mal die Halbzeit konnte darauf warten, dass Tiger den Move beendet. Also, die ersten 45 Minuten zusammengefasst. Die Super Strikers haben Plan A versucht. Plan B, Plan A plus B. Aber da Plan A Plan B war und A plus A 2A ergibt, dann... Hatten sie zweimal denselben Plan? Ich brauche mehr Papier. Egoistisches Spiel? Nicht den Anweisungen folgen? Das passt nicht zu dir, Twisting Tiger. Ich habe meinen typischen Move zurück. Ich bin mehr ich, als ich es in den letzten Tagen war. Du wirst nicht durch einen Move definiert, Mann. Ja, ja Mann. Wieso ist mein Name dann Twisting Tiger? Hey, Tiger! Ein Typ hat mir mal einen sehr guten Rat gegeben. Immer unvoreingenommen sein. Man weiß nie, was man lernen könnte. Ihr habt recht, Leute. Natürlich habt ihr recht. Ich schätze, ich wollte mich so sehr beeilen, meine Identität zu finden, dass ich sie verloren habe. Und ihr seid nicht die Einzigen, auf die ich hätte hören sollen. Die zweite Halbzeit läuft. Und Überraschung, Überraschung, Palminteri greifen an. Hi, aber die Frage, die sich jeder stellt, ist... Weil Plan B Plan A war, ist Plan C eigentlich Plan B. Also haben die Super Strikers einen Plan C, der wiederum ist Plan D. Das ist eine Frage, die sicherlich niemand außer dir stellen würde. Don Aldo ist am Ball. Aber Tiger wartet auf ihn. Warte darauf, dass der Gegner den ersten Schritt macht.
Und wenn die Verteidigung unten ist? Gegenangriff! Erst der kopfstehende Tornado. Jetzt das drehende Tackling. Was kommt als nächstes? Das 2-in-1-Spezial. Von der Verteidigung sofort zum Angriff drehen. Er stellt Palmes Welt auf den Kopf. Oh. Tiger ist wirklich eine Naturgewalt. Ja, wenn ein Spieler so in Form ist, ist der Plan A, B, C und D. Natürlich bekommst du mein Autogramm. Es ist 02455852241. Viel besser als eine geführte Tour, oder, Coachman? Ha, genau meine Meinung. Kopfstehender Twisting Tornado? Wie in aller Welt hast du dir das einfallen lassen? Ein Capoeira-Meister hat mir das beigebracht. Wow, diese Drehung war auf dem nächsten Level. Du hast recht, Mann. Ich werde alles tun, um etwas von diesem Meister zu lernen. Also, wenn das so ist, dann ist heute dein Glückstag. Also, ihr seid mitten im Ozean. Kein Land in Sicht. Hinter euch Mondo Kahuna. Die größte, krasseste Welle der Welt. Was macht man da? Paddelt, bis eure Arme brennen. Und dann 1, 2, 3, aufstehen. Und dann holt man sich Mittagessen. Ach, komm schon, Alter! Du hast meine Aufnahme total ruiniert! Ja, für deine gefälschte Reality-Überlebensshow? Sie ist nicht gefälscht. Das sind Testaufnahmen. Wenn ich meine eigene Serie haben will, muss ich dem Produzenten zeigen, dass ich es drauf hab. Wo wir gerade davon sprechen. Essen ist fertig. Oh, lecker! Das ist genau das Richtige. Ein riesiger Schneesturm kommt auf das Fortress-Stadion zu. Wir reisen früh ab, um Training unter Extrembedingungen zu machen. Wir spielen gegen Iron Tank? In ihrem Fortress-Stadion? Und das mitten im Sturm des Jahrhunderts. Was macht man da? Taktikabteilung, Statusbericht. Die Bohrer arbeiten doppelt so hart, Oberst von Push-Up. Wir erwarten, dass wir es in den nächsten Minuten finden. Ja, nein. Wieso erwartest du, dass du es jetzt findest, ha? Du bohrst schon seit über 3 Wochen. Kapitän Uber, Sir. Ich habe statistische Wahrscheinlichkeit benutzt, um zu ermitteln, dass je länger wir nach dem Artefakt suchen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir es finden. Was? Ich habe es gefunden. Sprich lauter, Mann! Ich habe es gefunden! Tag 1. Wir sind unterwegs zu den Alpen. Wir brauchen massive Überlebensskills. Oh ja, ja, ja. Wie werden wir zum Beispiel diese Sitze überleben, die sich nur teilweise zurücklehnen lassen? Hä? Iron Tank? Was machen die denn da unten? Hallo, seid gegrüßt, Team. Hey, Prof. Hey, Prof. Laut meinen Berechnungen sorgt ein nahegelegener zyklonartiger Schneesturm, der von den katabatischen Bergwinden verstärkt wurde, dafür, dass in 48 Stunden das Wetter unfreundlich wird. Okay, in Ordnung. Wir sind in den Alpen. Ich meine, das Klima wird extrem, El Matador. Nein. Wir sind in den Alpen. Das Wetter wird schlecht werden. Was? Ich habe nur versucht zu helfen. Wie Northshaw sagte, brauchen wir massive Überlebensskills, wenn wir gegen Iron Tank während eines Megasturms spielen.
Und ich kenne den Ort, an dem wir sie lernen werden. Tag 2. Wir treffen uns mit dem Coachmeister. Der beste Ort, an dem wir die Bedingungen finden, die wir im Fortress erwarten können? Hoch oben. Das ist cool. Und ich meine nicht cool, cool. Ich meine kalt, cool. Wenn die Bedingungen jetzt schon so schlecht sind, kann man sich nur vorstellen, wie es wird, wenn dieser Sturm am Wochenende die Alpen trifft. Shakes? Shakes! Was machst du denn, Alter? Überleben für Anfänger, Bro. Immer zusammenbleiben. Wow. Okay, okay, ich komme. Endlich. Hä? Wieso hat das so lange gedauert? Überwältigend. Boah, das ist bei weitem besser, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit dieser Entdeckung werden wir die ultimativen Winterfußballer. Krass, Leute. Angenehm warm. Ja, das ist schon besser. Die neue Wärmeausrüstung sollte euch in der Kälte angenehm warm halten. Und jetzt sagt Hallo zu euren Trainingsgegnern. Den Bäumen? Iron Tanks sind erheblich größer als wir. Also wird unser Vorteil die Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Haha, das ist leicht. Ich mache nur einen klassischen Move wie den El Marta Spin. Aber die eiskalten Temperaturen und der wirbelnde Wind macht die Bedingungen rutschig. Also, was macht man da? Ihr spielt mit besonders langen Stollen für mehr Grip. Gib mir die langen Teile, Coach. Sorry, Iron Tank. Wir dachten, wir zweigen euch, wie es ist, zu verlieren. Das war eine eher holzige Darbietung, wa? Leute! Es scheint, dass ich meine Berechnungen etwas unzutreffend gemacht habe. Sieht aus, als würde der Sturm tatsächlich jetzt sofort anfangen. Ach, das ist nicht gut, Leute. Hat irgendjemand eine Idee? Sag es. Wird nicht passieren, Bruder. Komm schon. Auf keinen Fall. Du weißt doch, dass du es willst. Okay. Was macht man da? Wir brauchen Äste, ein paar Tannenzapfen und eine ganze Menge Entschlossenheit. Der Sturm ist früher angekommen. Exzellent. Die perfekten Trainingsbedingungen für das Winterfußballerprogramm. Die Information, die wir gesammelt haben von, Sie wissen schon was, wird diesen Sturm wie ein Spaziergang am Strand erscheinen lassen. Aber das ist das schlimmste Wetter in Jahrzehnten. Vielleicht. Aber die Daten, die ich gesammelt habe von, sind Tausende von Jahren alt. Aus der Eiszeit. Und am Spieltag werden wir die Super Strikers aus dem Spiel frieren. Tag 3. Wir haben uns in den Schnee eingegraben, um einen Unterschlupf zu bauen, der uns über Nacht vor den Elementen schützt. Da der Wind mit über 20 Knoten weht, hat er die Temperatur weit unter den Gefrierpunkt gebracht. North? Ja, Cool Joe? Danke, dass du uns die Haut gerettet hast, Bruder. Was macht man da? Ist meiner Meinung nach ein Hit. Kein Stress, Alter. Aber wir müssen hier rauskommen, wenn die erste Episode je gedreht werden soll. Ha. Unwahrscheinlich, Leute. Der Sturm weht immer noch mit voller Gewalt. Ah!
Wow! Oh, Mann! Shakes! Wow! Wow! Shakes, Mann! Zur Seite, meine Herren. Das kannst du nicht ernst meinen, Mann. Leute, unser Kumpel ist irgendwo da unten. Und North ist der Einzige mit den Skills, um ihm nachzugehen. Was? Das ist er. Tag 3,5 und euer Teamkamerad ist durch das Eis gefallen. Alles, was ihr habt, ist ein Seil und euer Verstand. Was macht man? Ah! Nicht das. Wow. Hä? Aber was wollen Iron Tank mit einem gefrorenen Höhlenmenschen? Ich kann kaum erraten, das zu sehen. Ah, hast du es gesehen? Natürlich unglaublich. Ratet mal, was mit Thors Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater passiert ist. Ich weiß nicht, wovon du redest. Komm schon, mach das Gesicht. Nein. Komm schon. Ich will es nicht. Das ist ein Befehl. So viel zum Thema. Genaues Ebenbild. Ach komm, genug herumgealbert. Das Super Strikers-Spiel findet schon in einem Tag statt. Wir sind hier, um... Ist das? Hey, Thor. Ich glaube, dein Ur-Ur-Urgroßvater versucht, uns etwas zu sagen. Er ist nicht mein Großvater, okay? Keine Sorge. Die Rettungsmannschaft ist da, Shakespro. Eindringlinge! Spione! Schnappt sie! Ihr seid in einer Höhle mit einem gefrorenen Eismenschen und Iron Tank verfolgt euch. Was macht man da? Spring! Also, irgendeine Idee, wie man vor diesen Typen ja, weg kann? Mondo Kahuna! Die riesige Welle? Ich dachte, die hast du erfunden. Alles in meiner Show ist echt, Shakes! 1, 2, 3, aufstehen! Was macht man da jetzt? Man vertraut mir. Ober, melde dich, Ober. Zustandsbericht. Keine Spur von niemandem. Okay, zurück in die Höhle für die nächste Phase des Winterfußballprogramms. Verstanden, Oberst. Ist das echt genug für dich? Wow! Ist das echt? Ziemlich beeindruckend! Ein tadellos erhaltenes Exemplar! Nein! Das ist kein Exemplar, das ist ein Eismensch! Also, Prof, können Sie uns mehr über ihn erzählen? Er hat in der letzten Eiszeit gelebt! Meinen Sie noch kälter als jetzt? Erheblich, Cool Joe. Zu dieser Zeit war der gesamte Planet mit Eis bedeckt. Und Iron Tank haben einen Typen studiert, der damals gelebt hat. Jungs, macht euch deshalb keine Gedanken. Wir haben unsere Winterausrüstung. Wir haben unsere Stollen. Wir sind für alles bereit, was Iron Tank oder das Wetter uns entgegenbringt. Du!
entfesseln wir die ultimativen Winterfußballer. Spieltag im eisigen, eisigen Fortress-Stadion. Ich weiß nicht, was du meinst, Brenda. Ich spüre die Kälte nicht. Iron Tank gegen Super Strikers. Wer hat den Vorteil? Bei diesem Spiel geht es wirklich darum, welches Team besser auf die Bedingungen vorbereitet ist. Überraschenderweise kommen die Super Strikers viel besser mit den Bedingungen klar als die Heimmannschaft. Iron Tank im Fortress ausbremsen! Schön! Jake, hier drüben! El Matador, das Tor im Blick. Fantastische Eröffnung! Die Männer in Rot scheinen sich bei diesen eher unangenehmen Bedingungen wie zu Hause zu unangenehm? Fühlen. Unangenehm? Weiß nicht, wovon du redest, Brenda. Scheint, als wären die Super Strikers besser vorbereitet, als wir dachten. Spezialstollen. Sehr clever. Ich hoffe, dein Ur-Ur-Urgroßvater kann uns hier helfen. Ha! Natürlich wird er das. Er ist nicht mein Großvater, okay? Keine Sorge, die Super Strikers sind vielleicht schneller als wir, aber bald wird die Kälte sie langsam machen. Wir sind schon weit in der zweiten Halbzeit und die Bedingungen werden jede Sekunde schlimmer. Ja, eine Jacke wäre eine gute Idee gewesen, Mac. Die Super Strikers haben jetzt nicht viel Zeit am Ball. Tank stürmen zurück ins Spiel. Was passiert als nächstes bei dieser spannenden Begegnung, Mac? Mac? Tag 4 und die Sache ist wirklich schiefgegangen. Das ist nicht das Ende, das ich für meine erste Episode geplant hatte, Shakes. Wir waren auf die Kälte vorbereitet, aber nicht auf das hier. Ja, Alter, dieses Spiel läuft uns aus dem Ruder. Vielleicht können wir sie dadurch überholen. Mondo Kahuna? Mondo Kahuna. Mondo Kakakuka, was? Ihr habt zu viel mit Prof gesprochen. Spiel mir einfach den Ball zu. Iron Tank werden jetzt versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen. Die Super Strikers sind in Teufels Küche. Und Mac auch. Ich wusste, dass dir das gefällt. Shakes hat dagegen ganz andere Probleme. Mal sehen, ob Iron Tank das 2:1 machen. Fantastisch gerettet von Big Bow. Und er schickt den Ball direkt zu North Shore. Verloren. Aber das scheint gut zu sein. Oh, ein hartes Einsteigen vom Iron Tank Kapitän. Du spielst in einem Schneesturm. Man hat etwas von einem Eismenschen gelernt und hat keine Stollen an. Was macht man da? 1, 2, 3. Aufstehen.
Unglaubliches Tempo von Shakes. Er muss nur noch am Torwart vorbei. Hey, Mac, du bist zurück. Yep. Hab dir ja gesagt, dass ich die Kälte nicht spüre, Brenda. Yeah! Nice! Gut gemacht! Alter, du hast es geschafft! Ja, Coach hatte recht. Wir haben wirklich Überlebensskills gebraucht, um Iron Tank zu besiegen. Wenn man die Umstände betrachtet, scheint es nur angebracht zu sein, überwältigend lobend zu sein. Seht ihr? Ich bin nicht der Einzige, der den Typen nicht versteht. Was ich meine ist, ihr habt das total gerockt! Ihr habt einen Eismenschen entdeckt, in Temperaturen unter Null trainiert und Iron Tank im Fortress-Stadion besiegt. Also, was macht man da? Man geht einfach zurück ins sonnige Strikerland. Man feuert den Grill an! Und man sieht sich die beste Überlebens-Reality-Show aller Zeiten an. Ich bin North Shore und das ist... Was macht man da? Ja, Mann! Du rockst! Das war klasse! Ja, du hast es geschafft! Nice! Sag deinem Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater auf Wiedersehen, Thor. Er ist nicht mein Urgroßvater. Und das war sowieso eine blöde Idee. Ja, ich schätze, man kann von einem Eismenschen doch nichts über Fußball lernen. Sie sind die Architekten der Action, die Direktoren des Erstaunens und Anführer in ihrem, Gebiet. Ich rede heute mit zwei der größten Kapitäne der Super League vor ihrem epischen Kräftemessen. Bitte Applaus für Dancing Rasta von den Super Strikers und Vladimir Savic vom Krim FC. Schön hier zu sein, Rob. Sei gegrüßt, lauter Talkshow-Sterblicher. Also, was ist das Geheimnis auf dem Platz zu führen? Tut mir leid, dich zu enttäuschen, Rob, aber es gibt keine Geheimnisse. Kenn dein Team, kenne deine Strategie und sei ein Vorbild, das ist alles. Und was denkst du, Vlad? Der Sieg ist ganz sicher, wenn man in die Zukunft sehen kann. Also, kannst du mir sagen, was ich heute zum Abendessen esse? Macaroni mit Käse. Alleine. Grimms uraltes, mächtiges Buch erlaubt es mir, Bewegungen zu sehen, bevor sie überhaupt passieren. Seht her! Die Macht des unglaublichen Taktinomikons. Ich ziehe es vor, meine Performance aufzusparen für das Match. Willkommen in Ferratuvia, das Zuhause von Grim FC. So, Kitzel! Wie könnt ihr mickrigen Sterblichen es wagen, den mächtigen Vladimir Savic zu verspotten? Alter! Shakes, Grim hat gerade Iron Tank besiegt. 4-0. Wow. Und Savic hat jedes Tor vorbereitet. Dieser Typ wird es aber nicht so leicht haben gegen uns. Ja, selbst wenn Savage wirklich in die Zukunft sehen kann, wird er nur sehen, wie Dancing Rasta ihm in den Hintern tritt. Haha, wenn wir zusammenarbeiten und uns an die Strategie halten, können wir Grim Angst einjagen. Alles klar, Leute, kommt! Gruppenselfie! Wunderschön. Du weißt, was Gruppe bedeutet, oder? Letztes Mal beim Model-Studenten. Terry mag Jenna, aber Jenna steht irgendwie auf Bruce. Währenddessen haben Maurice und Lawrence ihre irgendwie total vielleicht ewige Liebe für Monika erklärt, was sie zwiegespalten und verwirrt zurückgelassen hat. Ich bin auch verwirrt. Wieso du dir diese Sendung ansiehst? Ja, ernsthaft, Klaus. Genug mit dem Teen-Drama. Ha, Model-Studenten ist kein Teen-Drama, Big Bo. Das ist eine klassische Geschichte über das Erwachsenwerden, übers Lieben und Lernen.
in EM College für Supermodels. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass Lawrence, das Sportbekleidungsmodel, auf El Matador basiert. Bäh, der Typ ist überhaupt nicht wie das Original. Durbo Selfie. Uber, was ist da draußen passiert? Egal wie stark du bist oder denkst es zu sein, nichts kann die Kraft dieses fürchterlichen Buches aufhalten. Super Strikers, willkommen im Cauldron. Ich nehme an, unsere Anlage wird mehr als adäquat für eure Vorbereitungen sein. Ja, echt hochmodernes Zeug. Küche, Esszimmer, Filmzimmer und am wichtigsten, hier ist euer Trainingsfeld. Das D-Feld. Coach Belmont, Alter, denken Sie nicht, dass wir etwas Besseres verdienen als das D-Feld? Oh, keine Sorge, das ist eines der besten, die wir haben. D steht für Dungeon. Und schließlich, lasst mich euch eure Wohnquartiere zeigen. Wusstet ihr, dass es in Ferratovia im 16. Jahrhundert Mode war, die Toilette im Schlafzimmer zu haben? Hört zu, Jungs. Es stellt sich heraus, dass die Performance von Grimm auf dem Feld ihre Performance außerhalb noch übertrifft. Und Savage ist im Mittelpunkt von allem, was sie tun. Er inszeniert das Spiel. Dominiert das Mittelfeld. Und stellt Tore für seine Teamkameraden sicher. Wow, so wie er wusste, wo der Ball sein wird. Und ihn gepasst hat, ohne hinzusehen. Lässt er einen denken, dass er es wirklich kann? Ihr wisst schon, in die Zukunft sehen. Oh, nö! Keine Sorge, Klaus. Daran ist nichts übernatürlich. Ich rede nicht von Savage. Staffel 4 von Modelstudenten hört mit einem offenen Ende auf. Das ist die Abschlussfeier der Modeuniversität und die Studenten müssen über den Laufsteg gehen, um ihre Abschlüsse abzuholen. Aber Monika kann sich immer noch nicht entscheiden, ob sie total vielleicht Maurice liebt, der vielleicht ein Vampir ist oder nicht, oder Lawrence das Sportbekleidungsmodell. Jedenfalls, Maurice macht sein Ding auf dem Laufsteg, während Lawrence einen hölzernen Pflock aus seinem Pferdeschwanz zieht. Kommt schon, Leute, das ist eine gute Show! Was? Man kann nie zu vorsichtig sein. Ja, ich verstehe dich, Coach. Aber bist du sicher, dass du uns hier einsperren willst? Wow. Gruselig, gruselig, Brüder. Savage ist ein hervorragender Mittelfeldspieler. Aber er kann definitiv nicht in die Zukunft sehen. Wenn man weiß, wie die Teamkameraden spielen, ist es nichts Übernatürliches, wenn man zwei oder drei Moves vorausdenkt. Eins. Zwei. Wie denkst du, kommst du an uns vorbei, Kapitän? Gar nicht. Drei. Sorry, Shakes. Schlechter Pass.
Sieht aus, als müsste ich noch mehr trainieren. Willst du mich veralbern? Das war unglaublich! Ja, nicht absolut nicht, dass ich dich da hatte, oder wie dich? Aber du warst 3 Stunden voraus. Ja, das war toll. Gutes Training, Leute. Ich kann es kaum erwarten, gegen Grimm zu spielen. Das, Shakes, liegt daran, dass du die schmerzliche Niederlage nicht kennst, die dich erwartet. Und lass mich raten. Du hast es im Taktinomikum vorhergesehen. Du bist selbstbewusst, weil du denkst, dass Dancing Ruster mir gewachsen ist. Aber ich kann ganz leicht 5 Schritte in die Zukunft sehen. Scheint, als könnte euer Kapitän nicht einmal 3 sehen. Oh, El Matador. Ich glaube, jetzt ist die Zeit für ein schockiertes Selfie. Da! Woher wusste Savage von unserem Training? Aber diese gigantische Tür war abgeriegelt. Wie konnte er uns sehen? Das muss doch irgendein Trick sein, oder? Aber wie ist denn das überhaupt möglich? Ich habe jedes Model-Studentenforum durchsucht, habe jede Fantheorie gelesen, aber niemand weiß irgendwas. Der einzige Weg, wie ich herausfinden kann, was passiert ist, ist, wenn ich die Zukunft sehen könnte. Das Taktinomikon. Nee. Nee. Aha. Was machst du denn? Ich suche nach dem Taktinomikon. Das muss in einer geheimen Kammer versteckt sein. Genau wie Maurice 300 Jahre altes Tagebuch, das in seinem Bruderschaftsschloss Glitterwamperwamper in der Modeuniversität versteckt war. Jenna ist zufälligerweise darüber gestolpert, als sie Terry gesucht hat, der vielleicht ein Roboter ist. Ich meine, kein Mensch könnte so lange posieren, hm? El Matador? Ach, das ist eine gute Show. Komm schon, Coach. 2 Trainingseinheiten an einem Tag? Beschwert euch bei eurem Kapitän. Er hat das verlangt. Er möchte gerne euch allen etwas zeigen. Aber Klaus und El Matador sind nicht hier. Weiß jemand, wo sie hin sind? Ich hab's. Klaus will wahrscheinlich irgendwie unbedingt rausfinden, was in seinem albernen Teen-Drama passiert ist. Während El Matador versucht, den Weltrekord für die meisten Selfies zu brechen. Hey, Leute! Ich glaube, ich bin endlich der Konkurrenz voraus. Tunnel hören ja gar nicht mehr auf. Ja, das ist wie damals bei Modelstudenten als Stille Selfie. Guck mal da drüben. Ich beschwöre die mächtige Macht des Taktinomikon, um den Vorhang der Zeit zurückzuziehen und zu enthüllen, was in Staffel 5 von Modelstudenten passiert! Hä? Bitte enthülle, was in Staffel 5 von Modelstudenten passiert! Bitte, bitte!
Das kapier ich nicht. Das ist irgendwie wie damals bei Modelstudenten, als Das ist keine gute Show, Klaus. Das war knapp. In der Tat. Gut, dass wir sie haben kommen sehen. Stell dir den Ärger vor, den es gäbe, wenn sie das Buch gefunden hätten, das wirklich funktioniert. Spieltag im Cauldron. Savage hat Iron Tank mit einer dominanten Darbietung im Mittelfeld verängstigt, Brenda. Aber die Männer in Rot lassen sich nicht leicht erschrecken, Mac. Etwas Magisches ist nötig, um hier zu gewinnen. Und Grimm könnte genau das haben. Oh, komm schon. Sag mir jetzt nicht, dass du diesen Hellseher-Unsinn glaubst. Also, manchmal kommentiere ich Spiele so akkurat, dass ich mich frage, ob ich sie nicht auch habe. Die Gabe. Oh, das ist wirklich... Lächerlich? Wer gewinnt den Kampf der... Kapitäne? Hör auf damit! Gruseliger Weitblick vom Grimm-Kapitän. Oh, er hat einen Monsterschuss rausgelassen. Das war knapp für die Super Strikers. Oh, wow. Sieht aus, als würde Dancing Rastar Savage 1:1 zurückzahlen. Das war knapp. Entsetzliches Pech für die Super Strikers. Könnte es sein, dass Dancing Rastar auch ein richtig guter Spieler ist? Ich kann auch hell sehen. Die Halbzeit ist fast vorbei und es hat immer noch niemand getroffen. Die zwei Kapitäne sind sich Spielzug um Spielzug ebenbürtig. Spar dir das Theater, Savage. Ich habe dich komplett durchschaut. Arroganter Sterblicher. Ich zeige dir, wie real meine Kräfte sind. Unglaublich! Scheint, als wäre Savage überall gleichzeitig. Was? Wieder einmal zieht Wladimir Savage die Fäden für sein Team. Und wenn es so weitergeht, braucht man keinen Hellseher, um zu wissen, dass die Super Strikers eine Klatsche kriegen. Ha! Wir werden langsam ziemlich gut darin. Ich habe euch überzeugt, dass ich euch hier anführen kann und ich habe euch enttäuscht. Das Team und die Strategie zu kennen, bringt nichts gegen Savage. Vielleicht kann er wirklich in die Zukunft sehen. Na und? Uns ist egal, ob er 8 Beine hat und Feuer aus der Nase pustet. Wir können jeden, jederzeit und überall besiegen, wenn du uns führst. Du bist der einzig Wahre. Du bist unser Kapitän. Leute, Gruppenselfie. Keine Sorge, diesmal kriege ich jeden drauf. Jo, gib mir das. Nein, ich muss den besonderen Moment einfangen. Und wie super ich aussehe. Was ist das? Mann, der größte Spieler in der Super League. Oh, nein. Dieses winzig kleine Teil da im Hintergrund. Was ist das? Und da ist es wieder. Bro. Eine Drohnenkamera? Savage kann nicht in die Zukunft sehen. Er spioniert uns einfach aus. Also daher wusste er all die Sachen aus unserem Training. Aber wie erklärten Ditz seinen Weitblick auf dem Feld? Ich glaube, ich weiß es. Okay, Savage, los geht's. Tiefer Pass, 75 Grad nach links. Hackentrick, dann nach links rennen. 30
30 Grad nach links drehe. Pass auf, da kommt! Du denkst also immer noch, dass du mir gewachsen bist. Ich habe die Zukunft gesehen. Und deine ganze Welt wird zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Was macht Shakespeare? Nicht mal ich kann das voraussehen, Brenda! Jetzt sind es nur noch wir beide. Tolles Spiel von Dancing Rasta. Aber hier kommt Savage. Dancing Rasta kommt ihm zuvor. Und Shakes ist da. Ich glaube, wir wissen beide, was wir jetzt sagen werden. In der Tat, Brenda. Schön gemacht, Leute! Kapitän! Kapitän! Ja, Oh, nee! Molly Studenten wurde abgesetzt. Jetzt werde ich nie erfahren, ob Monica Maurice oder Lawrence gewählt hat. Ha, das ist eine Zukunft, bei der ich froh bin, dass wir sie nicht sehen können. Aha. Seht euch das an, Leute! Ernsthaft? Ich dachte, Grimm hätten ihre Lektion gelernt. Schießen wir sie runter. Moment. Die gehört mir. 360 Grad Gruppenselfie. Kommt her, Leute. Oh, vergesst Grimm FC. Das ist ein gruseliges Gesicht. Oh, Mann.